Ganz wichtig, ganz entscheidend, wenn wir uns als Grundlage der Kirche Gedanken machen, halt zu wissen, was das Wort Gottes für uns bedeutet, dass wir wissen, dass eben das Wort Gott selber ist. Und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, sondern habe mir das Vergnügen bereiten lassen, für euch jeweils einzelne Bibelstellen mitzubringen. Ich habe mich auf zwei beschränkt, sonst würde das alles zu lange. Aber in zentrale Bibelstellen, die das auch belegen, was ich euch hier als fundamental theologische Erkenntnisse mitgebracht habe. Dazu das Zentralwort aus dem Johannesprolog, so nennen wir Theologen die ersten Verse im Johannesevangelium. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber war das Wort. Gott ist das Wort. Das Wort Gottes zeugt nicht nur von Gott, es offenbart nicht nur Gott, nein, die Bibel sagt hier deutlich, dass es Gott selber ist. Natürlich ist jetzt nicht dieses Buch qua Material irgendwie Gott, aber das, was hierin geschrieben steht, dazu bekennt Gott sich so intensiv, so stark, dass er sagt, das bin ich. Und zwar so konkret, dass er sich in seinem Sohn Jesus Christus als Wort inkarniert hat, also Fleisch wurde. Das lesen wir dann einige Verse weiter im Johannesprolog. Da heißt es, um das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist ganz wichtig, dass wir das als erstes festhalten. Wenn wir von Bibel sprechen, reden wir immer auch von Gott. Und wenn wir Bibel kritisieren, kritisieren wir immer auch den lebendigen Gott. Das eine geht nicht ohne das andere, weil das eben so zusammenhängt, wie Gott sich selber offenbart hat. Das ist übrigens auch wichtig, das Wort Gottes hat eine dreifache Form. Wir sprechen erstens vom offenbarten Wort Gottes, also ist das, was Mose erlebt hat, was die Jünger erlebt haben, wenn Jesus zu ihnen gesprochen haben, was die Propheten erlebt haben, wenn Gott direkt zu ihnen gesprochen hat. Das ist das offenbarte Wort. Wir haben als zweites das geschriebene Wort, das ist das, was wir hier haben, die Bibel, die Heilige Schrift. Und wir haben drittens das verkündigte Wort, das ist die Predigt, die aber nur dann Wort Gottes ist, wenn sie rückgebunden ist an die Schrift. Das ist das Wort Gottes und das ist heilig und das ist lebendig halt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das als erstes wissen. Und wenn es der Kirche um irgendetwas geht, die ja vom Namen her, Kyriaike, zum Herrn gehören, zu Gott gehören, das meinen wir schon im Namen, dann muss es ihr immer um das Wort gehen, immer um das Wort gehen. Und das ist entscheidend, dass wir das als erstes festhalten, Gott selber ist das Wort. Ein zweites. Durch Gottes Wort ist alles auf und in dieser Welt gemacht. Das ist die zweite fundamentaltheologische Erkenntnis. Alles, was gibt. Alles, was hier existiert, ist durch Gottes Wort gemacht. Lesen Sie den Schöpfungsbericht gerne nochmal, 1. Mose 1. Da steht immer wieder, Gott sprach. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, die Erde wimmle von Getier und es wimmelte von Getier. Gott hat gesprochen und die Sonne ist da. Die ganze Schöpfung ist ein Sprachakt. Es hätte dem heiligen und ewigen Gott gefallen können, es anders zu machen, mit den Fingern zu schnipfen, mit dem Fuß aufzutreten, was auch immer, hat er nicht. Er hat die Schöpfung, alles was ist, durch einen Sprachakt ins Leben gerufen, durch sein heiliges und lebendiges Wort. Auch dazu noch einmal der Johannesprolog, da heißt es nicht nur am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, sondern dasselbe war am Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ganz wichtig, dass alles, was existiert, durch Gottes Wort existiert. Übrigens auch dein und mein Leben. Wir existieren nicht, weil es zu einem biologischen Akt zwischen Vater und Mutter gekommen ist. Sondern wir existieren, so sagt es die Heilige Schrift, Römer 4, weil Gott uns gerufen hat, aus dem Nichtsein in das Sein. Auch unsere Existenz ist zuallererst ein Sprachakt. Das, was dann biologisch passiert ist bei unseren Eltern und Großeltern, das ist alles nur Folge dessen, dass Gott noch bevor die Erde gewesen ist, uns gebildet hat und uns gerufen hat zum Leben. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die hat nur der gläubige Mensch. Hebräer 11 lesen wir, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist,
sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aus dem Nichts hat uns der lebendige Gott durch sein Wort ins Leben gerufen. Jetzt machen wir uns Gedanken darüber, über den Auftrag der Kirche, über den Missionsauftrag. Und wenn alles aus dem Wort Gottes herkommt, dann natürlich auch die Kirche, haben uns die Väter der Reformation in Stammburg geschrieben. Die Kirche ist nichts anderes als eine Creatura Verbi, als ein Produkt des Wortes Gottes. Sie ist ein Produkt des Wortes Gottes. Und wenn sie aus dem Wort Gottes heraus lebt, existiert und ihre Aufgabe auch darin besteht, Wort Gottes weiterzugeben, dann wissen wir, wie zentral das ist. Übrigens nicht meine Idee. Es geht ja auch um Bekenntnis. Heute Morgen ging es schon um die Confessio Augustana, CA 7. Sie wissen, die Confessio Augustana hat 28 Artikel. Im 7. Artikel wird gesagt, was Kirche ausmacht, die sogenannten Notor Ecclesia. Die Theologen müssen immer alle ganz schlau sprechen halt, am besten immer Lateinisch, Griechisch, damit es keiner versteht, damit alle auch wissen, ich war 12 Jahre auf der Uni und habe da meine Abschlüsse gemacht. Also was sind die Kennzeichen von Kirche? Da werden 2 Stück benannt. Erstens die klare, reine Wortverkündigung, zweitens die rechte Sakramentsverwaltung. Punkt. Nichts von Diakonie, nichts von Nächstenliebe, nicht von irgendwelchen sonstigen Sachen, Kirchgebäuden oder Bischöfen, sonst was, sondern das macht Kirche aus. Wort Gottesverkündigung, klar wie sie in der Schrift steht, und rechte Sakramentsverwaltung. Jetzt nochmal auf Luther zurück, Luther sagt, das Sakrament ist nichts anderes als sichtbares Wort Gottes. Das ist eine ganz tiefe Verknüpfung zwischen Wort und Sakrament. Das heißt, hier kommt es entscheidend drauf an bei der Kirche. Und wenn sie missionarisch sein will, ja, wenn sie überhaupt existieren will, dann muss sie in und an dem Wort gebunden bleiben. Und zwar genauso, wie es hier steht. Und nichts anderes mehr machen. Wenn wir da auch nur ein Müh von abweichen, bricht alles zusammen. Und das kann man wunderbar betrachten in der Kirchengeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts an der deutschen evangelischen Kirche. Wie sie immer mehr in sich implodiert. Und es ist ganz klar, je weiter wir uns als Landeskirchen entfernen von dem Wort Gottes, desto mehr entziehen wir uns die Lebenskraft. Denn alles, was ist, nochmal, existiert durch das Wort Gottes. Alles, die ganze Natur, alles. Aber ganz besonders die Kirche. Und wenn sie sich entfernt vom Wort Gottes, dann ist es so, als würden wir aufhören zu atmen. Die Kirche, die Gemeinde lebt durch und von dem Wort Gottes. Es hat nach dem Zweiten Weltkrieg in der evangelischen Kirche in Deutschland eine Bewegung gegeben, halt Kirche für das Volk. Das ist so ein missverstandenes Bonhoeffer Wort. Kirche für das Volk. Was ein Wahnsinn. Wir sind doch nicht da für die Menschen. Wir sind primär und zuerst da für Jesus Christus, der, das haben wir im ersten Punkt gesagt, hat, sich im Wort selber darstellt, der also fürs Wort ist. Also wir müssen Kirche des Wortes sein und Kirche vom Herrn und Heiland Jesus Christus. Das interessiert mich doch als gläubigen Pastor überhaupt nicht, ob nun 500 sitzen oder 5 da sitzen. Da müssen wir uns schon frei machen. Das, was mich interessiert, ist, ob der lebendige Gott sagt, ja, du bist mein Diener am Wort gewesen und du hast das Wort so ausgerichtet, wie ich es gesagt habe. Wir sind nicht dazu da, ergebnisorientiert unser Handeln auszurichten. Das erlebe ich nicht nur in den Landeskirchen, die versuchen immer die Ergebnisse zu verbessern, dass weniger Leute austreten. Ich erlebe das auch in vielen freien Gemeinden halt nicht. Man guckt, wie können wir denn irgendwie die Leute erreichen? Und da ist man bereit, fast alle möglichen Dinge zu tun. Wenn man sich dann schon sehe, der Bruder hat ja gesagt, ich mache relativ viel Evangelisationen. Wenn ich dann so meine Evangelisationsthemen vorschlage, ist da immer von Jesus die Rede. Oder so klar von der Bibel, dass man es nicht missverstehen kann. Dann sagen die Leute mir, ja, das kommt bei den Leuten nicht an. Ihr sagt, das interessiert mich doch nicht, ob das bei den Leuten ankommt oder nicht ankommt. Dafür bin ich nicht da. Ich bin doch nicht der Hampelmann für die Leute. Ich bin der Diener vom lebendigen Gott und ich bin der Diener dieses Wortes. Früher schrieben die Pastoren noch vor 100 Jahren hinter ihren Namen immer hinter, was weiß ich hier, Pfarrer Latzel, VDM, Verbum Divini Minister, Diener des göttlichen Wortes. Das müssen wir sein. Das ist wichtig, weil alles, was ist und existiert, existiert durch das Wort Gottes. Das ist entscheidend. Das müssen wir immer wieder wissen. Darauf kommt es an. Das ist entscheidend und da müssen wir immer nur hinkommen. Und Gott verlangt von uns nichts anderes, können Sie nachlesen, Hesekiel halt nicht, als dass wir diesem Wort treu sind.
Da sagt Gott, wenn du mein Wort, sagt er dem Propheten, klar ausrichtest mit aller Härte und Schärfe und die Leute sich nicht bekehren, ist alles kein Problem. Aber wenn du anfängst, an meinem Wort rumzuschrauben, Dinge zu machen, ihnen das zu geben, wonach ihnen die Ohren jucken, dann verlange ich das Blut von deinen Händen. Deshalb sage ich das auch in aller Klarheit. Das ist mir vollkommen egal, ob die Leute schreien, klatschen, Buh rufen. Ich muss nur gegenüber dem lebendigen Gott verantwortlich sein. Er, der sich mir in seinem Wort offenbart. Ein drittes. In Gottes Wort liegt der Zugang zum Heil in und zum Glauben an Jesus. Dazu muss man wissen, ohne Jesus, das muss ich euch und Ihnen nicht erklären, ohne Jesus kein ewiges Leben. Und wir haben nur einen Zugang zu Jesus, er ist nun nicht mehr hier, er spricht nicht mehr selber direkt zu uns, aber er begegnet uns in seinem Wort, übrigens im Alten wie im Neuen Testament. Das erlebe ich auch immer wieder bei frommen Leuten, die sagen dann, ja, aber das steht doch nur im Alten Testament. Das Alte mit seinen 39 Schriften ist genauso Wort Gottes wie das Neue Testament. Und wir finden im Alten Testament genauso Jesus Christus wie im Neuen Testament. Wer das noch nicht verstanden hat, der hat noch nicht angefangen, richtig Glauben zu betreiben, Bibel zu lesen. Das ist übrigens die Tiefe auch der Theologie, Christus im Alten Testament zu finden, der da in jedem Satz präsent ist. Wenn Sie damit erstmal anfangen, dann kommen Sie tief hinein. Aber viele denken immer noch, naja, gibt es erst seit dem Matthäus-Evangelium und so 4, 5 Prophezeiungen bei den Propheten. Nix! Von Anbeginn ist Jesus im Alten Testament. Und das dürfen Sie mir glauben. Das ist das Entscheidende, dass man das erkannt hat und dass man das auch weiter mit sich mitnimmt, dass man wirklich das dem Geltung gibt, für die Bibellese, für das, was man macht. Und wenn dann der Herr einem den Geist schenkt, das erkennen zu dürfen, ist es das ganz, ganz Große. Das heißt, wir müssen nicht nur neutestamentliche Texte lesen, sondern eben auch alttestamentlich und werden dort den Zugang zum Glauben an Jesus finden. Übrigens, die erste Gemeinde, ob in Jerusalem oder die Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, die hatten nicht die Evangelien, die hatten nicht die Apostelgeschichte, die hatten auch nicht die Offenbarung, die hatten nur die alten Schriften. Und Jesus selber sagt in Johannes 5, dass die Schriften von ihm zeugen, also die Hermeneutik, diese Lehre, die ich Ihnen hier bringe, ist nichts von mir, sondern ist das, was die Bibel selber sagt. Und wir finden nur im Wort Gottes den Zugang zu Jesus Christus. Johannes 5, Vers 24 heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Das heißt, an der Bibel, an seinem Wort, entscheidet sich ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist wichtig, das ist entscheidend, dass die Predigt immer wieder rückgebunden ist an die Bibel, alles muss sich hier drin finden. Und ich bin begeisterter protestantischer Pastor und das Sola Scriptura rufe ich immer wieder aus. Ich habe das vorhin zum Ende mitgekriegt, wie hier so kam, ja, so ein bisschen Tradition oder sonst was. Pfui Deibel, kann ich nur sagen. Nur die Schrift, glauben Sie mir, ich sage bewusst Pfui Deibel. Wenn wir damit anfangen, etwas neben die Bibel zu setzen, und wenn es nur so ein bisschen ist, geht alles den Bach runter. Nur die Schrift. Nur die Schrift, nur die Schrift, das kann man der Gemeinde gar nicht genug einhämmern. Immer wieder nur die Schrift, nichts anderes. Erlebe das immer wieder, auch in frommen Gemeinden, in Anführungszeichen. Da fangen die Pastoren an zu predigen über nicht mehr Texte der Bibel, sondern über fromme Lieder. Ich war vor einiger Zeit in Mecklenburg-Vorpommern, im Urlaub, wo ich immer hinfahre. Kommt der Prediger hin und sagt, ja, ich, gläubiger Mann, ich war mit meiner Frau im Urlaub, wir waren oben am Berg und haben da im Kreuz gestanden und dann haben wir dieses Lied gesungen von Paul Gerhardt und das hat mich so erfüllt und heute muss ich über dieses Paul Gerhardt-Lied, wo ich denke, das darf nicht wahr sein, bringt der da so ein Paul Gerhardt-Lied, sofort zwischengegrätscht. Bitte, wann immer Sie das erleben in Ihrer Gemeinde, aufstehen, sofort protestieren. Und dann sagen die Leute, ach, aber das ist doch so ein wertvolles. Natürlich gibt es tolle Paul Gerhardt-Lieder, nicht? Befiehl du deine Wege, wunderbar. Aber glauben Sie mir, es ist nicht Wort Gottes. Es ist ein Produkt von Paul Gerhardt. Die Bibel ist von unserem Herr und Heiland. Und das Paul Gerhardt-Lied hat er geschrieben. Da mag Gott dabei gewesen sein, aber es ist was anderes als Wort Gottes. Und dann sagen die Leute, ja, aber der Latzel ist immer so hart. Der ist ja so brutal, er, das wird mir dann unterstellt, halt nicht. Das ist ein Wort Gottes-Fanatiker, sage ich ja, Halleluja. Also wenn das bei meinem Dienst rüberkommt, wunderbar. Ich sage Ihnen, was passiert.
Dann sagen wir, heute sind es die Paul-Gerhardt-Lieder, über die wir predigen. Morgen sind es die Dietrich Bonhoeffer-Schinken. Und übermorgen predigen wir über Herbert Grönemeyer. Da lachen Sie. Synode der EKD ist genau so das passiert. Da kommt auch der Synodalprediger vor allen Bischöfen, Superintendenten, die alle sitzen, alle Oberkirchenräte, sagt, ja, ich habe Ihnen heute ein Lied von Herbert Grönemeyer mitgebracht, Mensch. Dann wird das Lied eingespielt und dann predigt er über Mensch. Kein Bibeltext, nichts mehr. Und daraus nehmen wir dann unsere Erkenntnisse und Wahrheiten. Und dann können Sie mir eins glauben, dazu kann der lebendige Gott sich nicht mehr stellen. Deshalb immer sauber am Wort bleiben. Dann ist alles in Ordnung. Wo das angefangen wird, so ein bisschen zu verstellen, geht es immer den Bach runter. Ich sage immer, das ist so wie beim Operationssaal. Wenn man dazu 100% desinfizierte Skalpelle hat, da kann man zufrieden sein. Aber wenn die nur zu 98% desinfiziert sind, dann lassen sie sich besser nicht operieren. Und genauso muss es bei uns sein. Das reine Wort, das muss in unserer Mitte sein. Auch übrigens das, keine eigene Erkenntnis von mir. Wir sprechen ja auch über Bekenntnisse. 1934 kamen Teile der Kirche auf die Idee, die Bibel ist ja schön und gut, aber neben der Bibel gibt es noch eine Geschichtsoffenbarung. Und zwar in diesem österreichischen Maler. Und da haben wir jetzt unser Heil drin. Und wir müssen die Dinge so umschreiben, wie eben die Ideologie dieses verrückten Wahnsinnigen ist. Da haben die deutschen Christen angefangen, so hieß die Gruppierung, wir müssen ja vorstellen, die Bibel zu entjudaisieren. Wahnsinn! Und da haben sich gläubige Brüder zusammengetan, Bekenntnissynode, und haben die Barmer Theologische Erklärung verfasst. Ich lese Ihnen mal die erste These vor. Da heißt es genau so, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten und Gottesoffenbarung anerkennen. Punkt. Das ist etwas, was fantastisch ist. Das war ganz wichtig auch. Da hat ja vorhin so ein Bruder gefragt, ja, was bringt es denn, wenn wir so eine Resolution unterschreiben? Das ist auch so gewesen, dass 1934 die Barmer Theologische Erklärung Hitler nicht aufgehalten hat. Aber es waren Brüder da, die aufgestanden sind und haben gesagt, nur so geht es. Und daran müssen wir uns halten. Heute übrigens ist die Barmer Theologische Erklärung etwas, was in vielen Ordinationsgelübden von den Pastoren abverlangt wird. Sie wissen ja, wenn ein Pastor ordiniert wird, dann muss er nach seinem Studium, dann ist, wenn er jetzt nicht in der lutherischen Landeskirche ist, wenn er in der unierten oder reformierten ist, muss er sagen, welche Bekenntnisse gelten für mich? Können Sie oben am Bäffchen sehen, wenn das Bäffchen ganz zu ist, die beiden Balken, dann ist er reformiert, ist es ganz offen, ist er lutherisch, ist halb offen, ist er uniert. Das hängt davon ab, welche Bekenntnisse ich anerkenne. Und fast in allen Landeskirchen wird verlangt, dass man die Barmer Theologische Erklärung als schriftgemäße Bezeugung des Evangeliums verpflichtend anerkennt. Warum sage ich Ihnen das? Das müssen Pfarrer im Ordinationsgelübnis schwören, müssen sie sich darauf vereidigen lassen halt. Und da können sie die Leute packen. Wenn die nämlich anfangen mit so einem Blödsinn in den Gemeinden, neben die Bibel den Koran zu legen, passiert bei uns in Bremen immer wieder, gibt es im Gottesdienst Muezzinrufe, dann müssen die Gemeindeglieder mal so viel Guts haben, dass sie sagen, den Pfarrer zeige ich an. Da gehe ich hin, das ist gegen sein Ordinationsgelübde, was er getan hat. Er verstößt ja gegen seine eigenen Bekenntnisse. Und die Theologen, das darf ich Ihnen sagen, das sind die Bischöfe, die taugen fast alle nichts. Aber die Juristen, die wir haben, die, ja was ist denn, übrigens haben sie alle mitgekriegt vor einem Jahr, da geht der EKD-Präses hier, geht hin in die Moschee dort, legt sein Kreuz ab in der Al-Aqsa-Moschee. Frau Kurschus, die westfälische Präsidentin ist halt nicht, die war früher meine Nachbarpfarrerin halt, wo ich in der westfälischen Landeskirche war, die packt sich ein Kopftuch um, zu Ehren dieses fremden Götzen halt. So weit sind wir gekommen. So, und das Problem ist, die Theologen, die supernennten Dekane, machen häufig nichts, aber die müssen solche offiziellen Anzeigen, wenn sie die machen, die müssen die weiterleiten. Dann kommen die Kirchenjuristen. Und die sind scharf. Deshalb ist das so wichtig mit dem Bekenntnis, auch wenn das heute Morgen viele nicht verstanden haben. Genau das ist so. Ulrich, das ist so gut, dass ihr euch fürs Bekenntnis einsetzt. Zu sagen halt, wenn das aufgelöst wird,
zu sagen, dann ist eine Beliebigkeit. Aber gerade über die Bekenntnisse kann man die Leute immer wieder kriegen. Und da muss man auch sagen, wenn der Pfarrer gegen das Bekenntnis und gegen die Bibel verstößt, anzeigen und dann gucken. Kommen wir nachher noch drauf für die Funktion der Bekenntnisse, aber das ist schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Und auch hier theologische Erklärung von Barmen. Macht das deutlich. Nur in Jesus Christus haben wir, nur in der Bibel haben wir den Weg zum Zugang zu Jesus Christus. Nicht über Meditationspraktiken, nicht um irgendwelche Pilgerwege laufen und meditieren. Nur über die Bibel. Alles andere kann der Widersacher beeinflussen. Ich sage nicht, dass wenn einer, was weiß ich jetzt da, sich eine Auszeit nimmt und 14 Tage durch die Wälder spaziert, dass nicht Gott mit ihm was machen kann. Aber wenn er es nicht aufgrund der Bibel tut, hat immer wieder der Widersacher die Möglichkeit reinzukommen. Da hat er auch vielleicht Offenbarungen, Gesichte, Visionen, weiß der Kuckuck, habe schon alles Mögliche gehört. Aber bei der Schrift, da kann er nichts tun, weil die steht. Deshalb ganz wichtig, wenn ich zu Jesus kommen will, nur über die Schrift. Und das ist ja das, was wir wollen, dass Menschen zu Jesus kommen. Also müssen wir immer mit der Schrift arbeiten. Ein viertes. Gottes Wort ist lebendig und hat ungeheure Kraft. Wir können die Kraft und Stärke des Wortes Gottes überhaupt gar nicht überschätzen. Es gibt nichts in dieser Welt, was auch nur annähernd diese Dynamis, diese Kraft und Stärke hätte. Nochmal, in Erinnerung gerufen in Punkt 2, alles ist durch das Wort Gottes gemacht. Das Wort Gottes hat die Sonne gemacht. Wir alle wissen, welche Kraft und Energie in dieser Sonne steht. Aber wo kommt es her? Aus dem Wort Gottes. Alles ist durch das Wort Gottes gemacht. Und ihr, die ihr gläubig seid, ihr wisst um die Kraft und Stärke des Wortes Gottes. Ihr wisst, wie das ist, wenn man kraftlos ist, wenn man da frustriert ist. Und dann liest du den Losungstext oder du hörst eine Predigt und auf einmal kriegst du neue Kraft. Die Situation ist zwar immer noch dieselbe, aber der lebendige Gott spricht zu dir. Das ist sowas Starkes. Ich weiß noch, als junger Mann, ich wollte nie Pfarrer werden. Ich wollte immer Soldat werden halt. Klare Berufung ins Pfarramt habe ich dann gemacht, Abitur gemacht halt, wollte dann anfangen zu studieren, habe einen Unfall gehabt, ich bin da so ein bisschen ungeschickt halt nicht, da war es jetzt nicht eine Prellung, sondern Achillessehnenabriss, baff. So, und ich weiß noch ganz genau, den Abend nach der Operation, der Arzt hatte gesagt, oh, wir wissen nicht, wie das wird, auch wie lange das dauert, ob es überhaupt wieder richtig gehen können. Da sitzt man da und denkt so, Herr, wie ist das denn gewesen? Und dann hatte ich Schmerzen und alles halt. Und dann kommt mir mein Konfirmationsspruch, ich war damals noch nicht gläubig, als ich konfirmiert wurde, in Sinn, Jesaja 40, Vers 31. Da heißt es, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das habe ich dann ganz genauso stumpf gemacht. Ich habe gesagt, ich harre auf dich, Herr. Du hast gesagt, ich soll Pfarrer werden. Du hast das jetzt zugelassen. Ich verstehe den ganzen Müll nicht. Aber ich harre auf dich und du wirst mir neue Kraft geben. Und genauso ist es geworden. Nach 6 Wochen haben die mir den Gips abgenommen. Halt, es war eine Wunderheilung. Ich hatte keine Steifigkeit im Bein, konnte laufen sofort. Etwas ganz, ganz Großartiges. Das ist etwas, das Wort Gottes, wenn wir ihm vertrauen, hat eine solche Kraft, eine solche Dynamis. Wir können es überhaupt gar nicht überschätzen. Und das ist das, was die Kirche braucht, was die Gemeinde braucht. Diese schrumpfende, kraftlose, sterbende evangelische Kirche in Deutschland braucht nichts Dringenderes als das Wort Gottes. Ich darf Gott sei Dank auch erleben, Gemeinden, die lebendig sind, die wachsen. Ich erlebe aber leider auch das andere. Da werden Kirchengemeinden zusammengelegt, da wird das wieder geschlossen, da wird das wieder runtergefahren, dieses Kirchgebäude verkauft, Gemeindezentren aufgelöst und. Ich erlebe aber auch Gemeinden, die wachsen. Bei denen erlebe ich aber immer nur eines, dass ihre Mitte das Wort ist. Und ich erlebe bei den ganzen sterbenden Gemeinden, erlebe ich immer wieder eins, die Entfernung vom Wort Gottes. Das ist eine Grundregel, die können Sie sehen, das ist so. Ich habe noch keine liberale Kirchengemeinde gesehen, die gewachsen wäre, wo irgendwie ein Aufbruch gewesen wäre, nix. Aber ich kenne genügend Kirchengemeinden, Gott sei Dank, das ist allein dem lebendigen Gott und seinem Wort geschuldet, die eben tatsächlich gewachsen sind und nur durch das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes hat eine Selbstdurchsetzungskraft. Da braucht es kein Pastor Latzel mit irgendeiner geschliffenen Rhetorik und die dann bei anderen Brüdern noch viel höher ist halt. Nein, das Wort Gottes tut das, wozu es ausgesandt ist. Und nochmal, da braucht es nicht die großen Verkündiger. Der große Spurgeon, das wissen Sie, wie der zum Glauben gekommen ist. Ja, der ist Land auf, Land ab als Jugendlicher gefahren zu den besten Predigern halt und keiner konnte ihn erreichen. Und dann hört er in seiner Heimatstadt, da kommt wieder so ein ganz großes Kaliber, da will er hinfahren, aber weil es so schneit und stürmt, kommt er nicht in die Gemeinde. Aber weil Sonntag ist, geht er in eine andere Gemeinde, die kannte er nur vom Hören, die haben immer wohl so lange gepredigt und dann auch so laut gesungen halt, aber da war der Prediger auch nicht da, war niemand da. Jetzt sitzt da der Spurgeon und da ist ein alter Bruder aufgestanden, weder vorbereitet noch sonst irgendetwas. Der hat eine Stunde lang über einen Satz gepredigt. Wende dich zum Herrn Jesus und du wirst gerettet werden.
Stellen Sie mal vor, ich predige Sie eine Stunde so an. Wende dich zum Herrn Jesus und so wirst du gerettet werden. Nicht nur, dass er den ausgelegt hat, nein, er hat immer wieder diesen Satz wiederholt. Hat die Leute angeguckt und hat gesagt, und du junger Mann auch, wende dich zum Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Und er hat es eingeschlagen bei Spurgeon, weil er merkte, hier bin ich. Das ist das lebendige Wort Gottes, die Kraft hat ihn erreicht. Und da braucht es, wie gesagt, keine geschliffene Theologie. Da war nur ein Bruder, der in Klarheit und Wahrheit und Reinheit das Wort verkündigt hat. Und wenn wir das tun, wird das Wort das tun, wozu es ausgesandt ist. Das ist unsere einzigste Aufgabe, wie in Lukas 8, wir sollen als Sämänner das Wort ausstreuen. Der Herr wird das tun. Was passiert? Vieles geht einfach auch verloren, kommt der Teufel, frisst es weg. Manches geht ein bisschen auf und dann ersticken es die Sorgen, Freuden und Reichtümer des Landes. Aber manches geht auf, aber das ist nicht in unserer Verantwortung. Wir sollen nur eins, fröhlich immer wieder ausstreuen, fröhlich immer wieder ausstreuen, fröhlich immer wieder ausstreuen. Das ist wichtig, was wir zu tun haben, weil das Wort Gottes selber lebendig und ungeheuer ist, einfach weil es ja auch immer wieder in unserem ersten Punkt Gott selber ist. Ein fünftes, der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Es ist ganz entscheidend, dass wir wissen, das wissen wir, vielleicht das nochmal vorweg, vielleicht sind auch einige hier, die das nicht wissen, den lebendigen Glauben an Gott bekomme ich nicht durch eine eigene intellektuelle Leistung. Also ich kann Ihnen allen erklären, warum 4 mal 4 16 ist. Und jeder, der mehr als 50 IQ-Punkte hat, der wird das nach einer halben Stunde spätestens verstanden haben. Das kann ich Ihnen beibringen. Aber ich kann Ihnen nicht beibringen, dass Jesus Christus der lebendige Gott ist. Ich kann Ihnen Stunden, Tage, Monate davon erzählen. Ich kann Sie anpredigen, aber dass Sie das verstehen, ist ein Offenbarungsgeschehen des lebendigen Gottes. Und das muss er durch den Heiligen Geist in Ihnen erzeugen. Das kann ich nicht machen. Das macht Gott. Ich kann Ihnen aber zeigen, wenn Sie noch nicht gläubig sind, wo der Platz ist, wo der Heilige Geist zu finden ist. Nicht bei irgendwelchen Predigern, die sagen, und jetzt schütte ich ihn aus und jetzt gibt es irgendeinen besonderen Segen. Der ist nicht irgendwie in irgendwelchen Bildchen angucken, in irgendwelchen heiligen Kirchen. Der ist nicht im Weihrauch schwenken. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes. Übrigens, das war den Reformatoren, unseren Vätern im Glauben auch ganz wichtig, dass das klar verstanden wird von den Gläubigen, dass die ja nirgendwo anders hingehen. Nur dort. Confessio Augustana, CA 5, da heißt es vom Predigtamt, es werden verdammt die Lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das lebendige Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. So knallhart sind die Reformatoren, das sind die Bekenntnisse, die bei uns gelten. Der Bruder hat eben erzählt vom Predigtstreit. Ich habe in dieser Predigt, wo die dann alle so ein bisschen gemuckt haben, gesagt halt nicht, habe gesprochen, dass das totaler Blödsinn sei in der katholischen Kirche halt, wenn die hingehen und sagen, so ist es damals gewesen bei dem Kurfürst Friedrich den Weisen halt nicht, wenn man eben dieses Fläschchen vermeintlicher Muttermilch angucken würde, bekäme man 20.000 Jahre Erlass im Fegefeuer. Oh, wie furchtbar, Pastor Latzel, das können Sie nicht sagen. Dann gab es Gespräche in der Kirche. So, dann habe ich zurückgefragt. Ich habe gesagt, ja, der Ton war ein bisschen hart. Aber da habe ich zurückgefragt, jetzt erklären Sie mir mal bitte schön, sagen Sie mir bitte mal, wie ist das denn jetzt tatsächlich? Ist das etwas, was stimmt, dass man durch das Angucken dieses Fläschchens mit der vermeintlichen Muttermilch Jesu 20.000 Jahre Erlass kriegt, also eine Annäherung an Jesus kriegt? Da sagt der eine, nein, das ist nicht so. Der andere sagt, ja, ich halte das schon für eine angemessene Form der Religionsausübung. Alles studierte Leute, Theologen halt nicht. Und anderer sagt, ja, das ist eben so katholische Lehre. Soweit sind wir im evangelischen Glauben gekommen. Aber es ist ganz wichtig, das ist ein Verstoß gegen die Bekenntnisse, auf die alle ordiniert sind, zu sagen, nein, es werden verdammt die Lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort des Evangeliums bekommen können. Dabei bleiben. Und jetzt gehe ich mal weg von den Lutheranern. Da werden sie sagen, oh meine Güte, halt, wie scharf sind die denn? Die Reformierten sind nicht minder hart. Heidelberger Katechismus, Frage 21, was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was mir Gott in seinem Wort offenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt, dass nicht allen anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit, Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnaden allein und des Verdienstes Christi will. Das ist ein langer Satz, lesen Sie ihn zu Hause mal nach, aber wenn Sie sehen, es geht da um drei Dinge, wie man zum lebendigen Glauben kommt. Erstens, über Kenntnis der Schrift, da heißt es, es ist nicht allein eine gewisse Kenntnis der Schrift. Ist ja klar, wie will ich an Jesus glauben, wenn ich nicht weiß, was über ihn gesagt wird, und zwar in der Bibel, nicht was irgendwie Muslime erzählen oder irgendwelche Anthroposophen, nein, was die Schrift sagt. Kenntnis der Schrift und dann kommt es Zustimmung dazu.
Das heißt, dass ich alles für wahr halte. Das ist auch wichtig. Es hilft nichts, wenn ich alles weiß, was in der Schrift steht. Es gibt hervorragende Theologen. Es gibt kaum jemanden, der das Neue Testament besser kannte als Rudolf Bultmann. Deshalb war der noch nicht gläubig. Man muss auch sagen, ich halte das alles für wahr. Ja, ich sage ja dazu. Und wenn dieser Schritt passiert, dann kommt über das Evangelium der Heilige Geist zu mir. Und so entsteht Glauben. Kenntnis der Schrift, Zustimmung der Schrift, Vertrauen zu der Schrift. Es werden vielleicht einige sagen, die schon mal eine Predigt von mir gehört haben, Pastor Latzl, hier widersprechen Sie sich aber. In einer Ihrer Predigten haben Sie gesagt, der Glaube wächst woanders durch. Über Kenntnis von Jesus, Zustimmung zu Jesus, Vertrauen zu Jesus. Dann erinnere ich nochmal an Punkt 1. Gott ist das Wort. Sie wissen ja, es sind zwei Größen, an der dritten gleich sind sie auch untereinander gleich. Also sagen, Zustimmung zur Schrift heißt immer auch Zustimmung zu Jesus. Und Kenntnis der Schrift heißt immer auch Kenntnis von Jesus. Und Vertrauen auf die Schrift heißt immer Vertrauen zu Jesus Christus. Deshalb ist es so wichtig, der Heilige Geist wirkt dadurch. Und wenn wir missionarisch etwas reißen wollen, jetzt bin ich wieder beim Thema dieses Vortrages, brauchen wir das Evangelium, brauchen wir, und Evangelium sind nicht nur die vier Evangelisten, sind nicht nur das Neue Testament, sind alle 66 Schriften der Heiligen Schrift. Dann brauchen wir das Wort Gottes. Das Sechste, das Wort Gottes besteht für immer. Die Ideologien der Menschen kommen und gehen. Aber es gibt eins, das besteht für immer, das ist das Wort Gottes. Es wird immer wieder in der Bibel betont, Jesaja 40, Vers 6 bis 8. Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras war dort, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Und dann heißt es, das Gras war dort, die Blume verwelkt. Und das ist ein Bild für all das Schöne, für all das Wunderbare, was Menschen auch können und entwickeln. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Jesus Christus sagt, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, alles vergeht. Dieser Verkündigungssaal, mein Leben, dein Leben, die ganze Welt, die Sonne, die Erde, alle 17 Milliarden oder 300 Milliarden Galaxien, keine Ahnung, weiß, wie viel es tatsächlich sind, wird alles vergehen, wird alles von unserem Herrn und Heiland eingesammelt. Eins bleibt, das Wort Gottes. Und die, die ihr Heil in diesem Wort finden und suchen, die bleiben auch. Da wird es nachher in der Predigt gehen, deshalb werde ich das hier nicht weiter großartig ausformulieren. Aber das ist das Entscheidende. Wir haben ein bleibendes, ewiges Fundament. Und das müssen wir dieser Welt sagen. Ich werde, wie gesagt, in der Predigt darauf zurückkommen, aber das müssen wir auch fundamental theologisch wissen. Das Wort Gottes besteht für ewig. Nicht diesen ganzen Dreck, den die zum Teil da erzählen an Theorien, wo die rumkommen, die Theologen. Und glauben Sie mir, ich habe einen Mist gehört in meinem Studium. Ich durfte in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre in Marburg studieren. Katastrophale Dinge, Hanebüchen zu greifen, was einem da Theologen erzählen, Theorien, Entwicklungen, Wahnsinn. Und wenn ich heute sehe, wie unsere Kirche federführend dabei ist, die Gender-Ideologie durchzudrücken, kontraproduktiv zu sagen, bewusst sagen, weg von diesem Fundament, wir setzen es jetzt auf irgendwelche Spinnereien, Katastrophe. Wie gesagt, wir haben ein Wort, das bleibt in aller Ewigkeit, das gilt und darauf stehen wir, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir etwas bauen wollen für Gemeinde, wenn wir bauen wollen etwas für den Herrn und Heiland, müssen wir es immer bauen auf diesem Wort und nicht auf menschlichen Ideologien, nicht auf menschlichen Dingen. Ein siebtes, das Wort Gottes wird in dieser Welt bekämpft. Ich habe jetzt einiges gesagt, was das Wort Gottes ist, was das Gottes Wort tut. Und das muss man auch sagen, das Wort Gottes wird bekämpft. Die Bibel spricht da ganz offen wieder, vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung. Erste Buch Mose heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat und sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von all den Bäumen im Garten. So kommt der Teufel und arbeitet erstmal so ganz philosophisch, intellektuell, ja sollte, denk doch nochmal drüber nach, stell es doch in Frage, prüf dich selber erstmal. Das ist so ein ganz friedlicher Zugang. Aber dem ist jedes Mittel recht, das Wort Gottes zu bekämpfen. In Offenbarung 6, Vers 9 lesen wir, als das fünfte Siebel aufgetan wird, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und ihres Zeugnisses willen. Der Widersacher hat ein Ziel, die Vernichtung der Menschheit, die sollen mit ihm in der Hölle sein. Und dazu hat er einen Hauptangriffspunkt, das Wort Gottes. Nochmal Gleichnis vom Sämann, vierfache Ackerfeld. Der erste Wurf, da heißt es, da kommt der Teufel und nimmt das Wort Gottes direkt weg.
Übrigens ganz interessant, wenn Sie lesen, Markus, Matthäus, Lukas, das Wort für Teufel wird dreimal unterschiedlich überliefert. Einmal steht der Diabolos, Satanas halt, der Durcheinanderwirbler, wo man sagt, ja, so vielfältig ist, er nimmt jedes Mittelrecht, um das Wort Gottes zu bekämpfen. Und so erleben wir es auch. Da kommt er über diese Intellektualität, so wie im Garten Eden. Das erleben wir derzeit in der Theologie, dass uns dann so schlaue Leute erklären, dass das gar nicht Gottes Wort ist, sondern dass es Menschenwort ist. Sei es, dass sich ein bisschen Gottes Wort drin findet oder nicht, aber der Mensch zum Maßstab wird, der entscheidet, was hier stimmt oder was hier nicht stimmt halt. Immer wieder Bekämpfung, aber immer noch auf so eine intellektuelle, feine Art. Man wird auch in Kirchen ausgegrenzt. Jeder gläubige Pfarrer kann davon erzählen, wenn man klar zu Jesus steht, klar den Heiland verkündigt, wie man von den eigenen Leuten abgegrätscht wird. Ich habe ja kein Problem damit, dass irgendwelche Atheisten oder Agnostiker mir sagen, was ich für ein Idiot bin. Aber wissen Sie, die lassen einen in Ruhe. Die schlimmsten Widerstände kriegen sie von den eigenen Leuten. Das ist meine dritte Landeskirche, wo ich jetzt bin, in der Bremisch-Evangelischen Kirche. War noch überall so. Und wir haben hier nur auch gläubige Brüder, die auch im Dienst stehen, im pfarramtlichen Dienst. Das ist überall dasselbe Lied. Überall dasselbe Lied. Als klarstehender bibeltreuer Pfarrer und Pastor werden Sie heute in den Landeskirchen wirklich gemobbt und ausgegrenzt. Das ist so, Punkt. Das wird Ihnen, glauben Sie nicht, dass es bei mir nur so ist, das erleben wir. Aber das hat nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun, sondern das ist einfach, weil der Widersacher Leute schickt, die können das gar nicht verstehen, die das Wort Gottes bekämpfen. An den Unis noch viel schlimmer, was da passiert, wenn Sie sich da outen als gläubige Person. Ich empfehle, wenn Sie das noch nicht gelesen haben, Eta Linnemann, Original oder Fälschung. Eta Linnemann war Theologieprofessorin. Die hat in Marburg Neues Testament gelehrt. Schülerin von Bultmann. Die hat Dinge geschrieben, Werke, die heute noch Standard sind. Und wenn Sie in Marburg im Neuen Testament Professorin sind, das ist genauso, als wenn Sie bei Real Madrid im Sturm aufgestellt werden. Dann wissen Sie eins, der kann Fußball spielen. Und wenn Sie in Marburg Theologie lehren, Neues Testament, wissen Sie, das ist ein ganz großer theologischer Wissenschaftler. Die Frau hat sich aber dann bekehrt. Da hat ihre Schriften widerrufen und hat das allgemeinverständlich, eine sehr schlaue Frau ist mittlerweile verstorben, in dem Buch, ganz kleines Büchlein, lesen Sie das mal, da sieht man, wie das ist. Da hat die das klar gemacht, wie die Wahrheit, wie die, das Wort Gottes bekämpft wird von denen, die es eigentlich lehren sollen an den Universitäten. Und wir erleben das in den Gemeinden, in den Leitungsfunktionen, wie das Wort Gottes bekämpft wird von unseren Bischöfen. Bischof Ulrich, der oberste Lutheraner, den wir in Deutschland haben, hat vor anderthalb Jahren in einer Andacht gesagt in der Passionszeit, Jesus Christus ist nicht leiblich auferstanden, sondern verrottet im Grab. Wortwörtlich hat er das gesagt, genauso. Und hat er ihn noch verteidigt und alles halt, hat aber gemerkt, so schlau war das nicht, das offiziell zu sagen, was sowieso Lehrer an der Kirche. Aber so denken unsere Leiter. Ich bin auf dem Weihnachtsempfang unserer Landeskirche gewesen. Da sagt die damalige Leiterin der Landeskirche, Frau Böhme, ja, an die Jungfrauengeburt glaubt ja keiner mehr von uns. Da standen alle Pastoren der Landeskirche, da habe ich mit ein paar anderen gerufen, ja, wir glauben das noch. Das sind die Leute, unsere Leiter, die den anderen, den Gemeindegliedern sagen, das stimmt nicht, das stimmt, das stimmt. Und bekämpfen damit das Wort Gottes. Eine Nachbargemeinde von uns, in der Ramberti-Gemeinde, hat vor anderthalb Jahren eine Pastorin ein einseitiges Interview bei uns in dem Weserkurier gegeben. Das ist bei uns so das Blatt in Bremen, was bei uns so alles beherrscht. Da hat sie gesagt, die ganze Weihnachtsgeschichte sei nur ein Weihnachtsmärchen und davon habe nichts so stattgefunden. Maria ist keine Jungfrau gewesen, halt nicht. Damit würden die Leute nur veräppelt werden. Oh. Und dann haben die dann schließlich in ihrer Gemeinde darüber abgestimmt, ob sie Recht hat oder ob die Evangelikalen Recht haben. Dann ist die Gemeinde zum Ergebnis gekommen nach Abstimmung. Ja, so kann man das auch sehen, wie unsere Pastorin das sieht. Bekämpfung des Wortes Gottes. Und das ist ja noch harmlos, was wir erleben. Das sind so die feinen theologischen Dinge. Das Wort Gottes wird in dieser Welt noch ganz anders bekämpft. Die HMK hat da einen Stand. Lassen Sie sich von denen mal erzählen, was passiert in dieser Welt. Wie brutal der Widersacher Menschen bekämpft, die zum Wort Gottes stehen. Nordkorea, gehen Sie 5 Jahre ins Straflager, wenn Sie nur eine Bibel besitzen. Im Straflager, wenn Sie dort nur den Blick in den Himmel richten, gilt das als Gottesanbetung, kriegen Sie nochmal 5 Jahre drauf. Saudi-Arabien, werden Sie für die Verteilung von Bibeln zum Tode verurteilt, wenn Sie Saudi sind. Da passieren Dinge, das ist unfassbar, das ist der Teufel. Und wissen Sie was, darüber wird geschwiegen. Da wird so ein Journalist, das ist immer so, wenn Journalisten was passiert, berichtet die ganze Welt. Also das ist Unrecht, was da mit diesem Khashoggi passiert ist, soweit ich das beurteilen kann. Und das ist wichtig, dass man das auch benennt. Aber was passiert denn mit uns Christen?
Die werden geschlachtet. Der Bruder von der HMK hat eben gesagt, halt von dem Bruder, der Tscheche, der dort inhaftiert gewesen ist, halt, der hat berichtet, ich habe mit dem gesprochen, da hat er erzählt von Christen, die wurden von den Muslimen gepackt und dann haben die nicht umgebracht, sondern gesagt, entweder du schwörst ab oder wir hacken dir linke Hand, rechter Fuß ab. Als Abschreckung für andere Leute, Bekämpfung des Wortes Gottes, Menschen, die sich zur Bibel, zu Jesus stellen, die werden verfolgt und werden getötet, werden gefoltert. Ich kenne einen Bruder aus Nigeria, Gemeinde geht, kein Pastor. Der geht mit seiner Frau in zwei unterschiedliche Gemeinden, nicht weil sie Baptistin und er Pfingstler oder Lutheraner und Reformierter ist, weil die sagen, wir haben eine unterschiedliche Erkenntnis. Wissen Sie, was die sagen, weil die im Norden Nigeria sind? Die sagen, wir haben eben 5 Kinder, sagt er. Und wenn unsere Kirche in die Luft gesprengt wird, dann überlebt wenigstens meine Frau. Und wenn ihre in die Luft gesprengt werden kann, bin ich für die Kinder noch da. Das ist Realität. Und das nicht, weil die Muslime denken, ja, das Kirchgebäude verschandelt die Landschaft, sondern das ist Kampf gegen das Wort Gottes. Das passierte zu allen Zeiten und das wird auch so weitergehen. Da muss man kein Prophet sein. Wenn der Heiland Jesus Christus nicht in diesem Jahrhundert wiederkommt, dann wird das 21. Jahrhundert das blutigste Jahrhundert mit den meisten Toten durch Christenverfolgung sein. Da können wir sicher sein. Das Wort Gottes wird in dieser Welt bekämpft. Und ich breche das mal runter. Weg von den Landeskirchen, von den armen Pastoren, von der verfolgten Gemeinde. In eurem Leben könnt ihr das genau betrachten. Steht zum Wort Gottes. In eurer Verwandtschaft, an eurem Arbeitsplatz. Sagt den Leuten, dass es Unrecht ist, seine Frau zu betrügen, weil das im Wort Gottes ist. Sagt den Leuten, dass es Sünde ist, wenn man homosexuell ist. Sagt den Leuten, dass man sich nicht ans Geld zu hängen hat. Und ihr werdet sehen, wie ihr auch ausgegrenzt werdet. Man kann heute alles machen. Du kannst Buddhist werden und den Leuten deine Theorien aufs Auge kleben. Du kannst lesbisch werden. Du kannst, weiß der Kuckuck, was tun. Hast du keine Probleme, da zucken die ein bisschen mit den Schultern. Aber richtig Druck gibt's, wenn du klare Sache mit dem Wort Gottes und mit Jesus machst. Das ist das, was in dieser Welt passiert. Es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Gerade wenn wir selber auch in solche Situationen kommen, wenn es dann Druck wird. Das gehört mit dazu. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes wird in dieser Welt bekämpft. Und das 8. fundamental theologisch. Dem Wort Gottes zu dienen, ist die wichtigste Aufgabe des Christen. Paulus schreibt an Timotheus, dann schreibt er natürlich an seinen Schüler, den Timotheus halt nicht, aber Timotheus, dieses Wort heißt, der Gott lieb hat, der den Gott lieb hat. Und das sind wir alle. Also gilt uns das natürlich auch, nicht nur, weil es in der Schrift steht, sondern ganz besonders an diejenigen, die Gott lieben und von Gott geliebt sind. Da heißt es, so ermahne ich dich inständig vor Gott und vor Christus Jesus, der da kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selber Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Also glauben Sie mir, Sie müssen kein Studium der evangelischen Theologie irgendwie Heidelberg, Tübingen oder Marburg aufleben. Das wissen Sie alle, wenn Sie ein bisschen sich auskennen. Das ist heute diese Zeit. Die war früher vielleicht auch schon, aber heute ist die. Es ist so, dass man sich komplett abgewandt hat von der Wahrheit halt, aber das ist das, was die Welt tut. Das sind Menschen, auch wenn sie Theologen sind und in der Kirche sind, die Jesus nicht kennen. Wir haben die Aufgabe zu predigen, zu ermahnen, zurechtzuweisen und zum Wort zu stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist entscheidend. Und das ist eure Aufgabe. Ich muss euch nicht irgendwelche Dinge beibringen, wie es zu laufen hat in eurer Gemeinde und was ihr machen müsst an Maßnahmen, Bibelabende und Evangelisationsmaßnahmen. Nein, ihr persönlich, wie beim Fußballtraining, ihr müsst zum Wort stehen, in eurer Familie. Und das war so gut, was der Bruder gesagt hat, mit euren Kindern, denen klar sagen, was ist Recht, was ist Unrecht. Ganz klar dazu stehen, egal was es kostet. Das ist eure Aufgabe und das ist die wichtigste Aufgabe. Das ist wichtiger als euer berufliches Vorankommen. Das ist wichtiger als der Friede in eurer Familie. Das ist eure Aufgabe, zu der ihr zu stehen habt. Das müsst ihr machen, aber glaubt mir bitte eins, wenn ihr das macht, das sieht Gott und er stellt sich zu euch. Gott lässt diese Dinge nicht unbelohnt. Und wir würden bis morgen früh hier sitzen, wenn ich euch erzählen würde, was aus diesem Predigtstreit geworden ist. Ich sage das immer wieder, weil ich werde immer wieder darauf angesprochen. Ich sage immer, ich habe nichts getan. Also der Bruder hat das gesagt, so predigen hunderte Brüder an, genauso. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe gesagt, ich stehe da weiter zu. Was Gott dann an Segen geschenkt hat, wo ich auch erst dachte, so,
als ich da den Schriftführer der Bremisch-Evangelischen Kirche sah im Fernsehen, ich hatte von nichts eine Ahnung, was da passiert, dachte ich, das wird mich den Job kosten. Ich wusste aber auch eins, der Herr wird sich dazustellen. Und was wir als Gemeinde und was ich persönlich an Segen erlebt habe, ist mit Worten nicht auszudrücken. Nicht nur, was wir an Solidarität von den betenden Brüdern erlebt haben. Es war so überwältigend. Ich habe nach einer Woche nicht mehr weiter E-Mails und Briefe lesen können, weil die Wertschätzung, die wir bekommen haben, die Geldflut, die bei uns eingebrochen ist, all diese Dinge, das ist greifbar mit Händen, was der lebendige Gott tut. Gott stellt sich zu uns, wenn wir ihn bekennen. Das ist nicht umsonst, selbst wenn wir für den Moment leiden müssen. Aber Gott hilft durch. Wer ihn bekennt vor den Menschen, wer sich stellt zu seinem heiligen und lebendigen Wort, so sagt es die Schrift, den bekennt Jesus Christus vor seinen Engeln. Wer aber den Rückzieher macht und meint, naja, ist vielleicht doch wichtiger, der liebe Frieden in der Familie oder mein berufliches Fortkommen, ich muss doch mal die Klappe halten. Da muss man sich nicht wundern, wenn Gott einen auch verleugnet. Bitte, deshalb ganz wichtig, das ist eure Aufgabe, das ist euer Dienst, den ihr zu tun habt, einfach zu sagen, ihr dürft, ihr sollt, ihr müsst dem Wort Gottes dienen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte diesen Dienst am Wort Gottes noch einmal konkretisieren. Fast wo immer ich bin auf Evangelisation, stelle ich Leuten 4 Fragen. Aber nicht nur bei Evangelisation, auch wenn ich Menschen in der 1-zu-1-Begegnung bin, kläre ich immer ab, wie sie zu Jesus stehen, wie sie zur Schrift stehen. Und das will ich heute auch nochmal machen in dieser Runde. Ich will euch 4 Fragen stellen. Erste Frage, sind alle, die heute hier sind, wiedergeboren? Heißt, wissen Sie, dass Jesus Christus lebt und wirklich auferstanden ist? Ja oder nein? Das weiß ich, super, wenn ihr das sagt. Wenn aber Leute hier sind, die das nicht genau wissen, bitte, dann müsst ihr etwas tun, weil das ist das Entscheidende. Wisst ihr, dass alles wahr ist, was in der Schrift steht? Bitte, dann prüft euch. Wenn ihr Nein sagt, kommt zu mir, kommt zu einem anderen Bruder und übergebt euer Leben Jesus, denn sonst seid ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist die erste Frage, die ich Leute stelle. Und wenn Leute sagen, ja, wir sind wiedergeboren und das tut ihr mehrheitlich, kommt die zweite Frage. Ist euer Dienst für das Wort Gottes klar? Ist euer Dienst im Reich Gottes klar? Wenn man wiedergeboren ist, zu Gott gehört und alles so glaubt, wie es in der Schrift steht, ist man verpflichtet, für das Wort Gottes zu arbeiten, für Jesus zu arbeiten, für sein Reich zu klappen. Ein nicht dienender Christ ist ein Widerspruch in sich selber. Und da hoffe ich, dass jeder von euch, der gläubig ist, seinen Dienst auch hat. Sei es, dass er irgendwo vorstehender Kirche ist, sei es, dass er Orgelspieler ist, dass er einen Jugendchor leitet, weiß der Kuckuck was, oder in Anführungszeichen nur betet. Glaub mir bitte eins, Gebet ist die wichtigste Arbeit im Reich Gottes. Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes, Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Und wenn jemand von euch sagt, ja außer Beten nichts, sage ich dann intensiver Gebet und damit komme ich zum dritten. Seid ihr brennend bei dem, was ihr tut, für die Bibel, für Jesus, für das Reich Gottes? Gibt es so Leute halt nicht, die sagen, jawohl, wiedergeboren, glasklar. Dienst ist auch klar, den ich zu tun habe, für die Schrift, für das Wort Gottes, für Jesus. Aber es wird eben so Larifari. Man ist froh, wenn dann sich zum Chor keiner meldet, können wir ja ausfallen lassen. Und so ein bisschen und gar nicht so mit der Intensität. Nein, ihr sollt richtig brennend sein. Es darf für euch nichts anderes geben. Das muss das Erste sein. So wie euer tollstes Hobby. So muss das sein. Also ich bin begeisterter Jäger. Wenn ich weiß, an der Kirchstelle ist ein Wildschwein, da werde ich wie wahnsinnig, dass ich nachts raus kann. Ich will das Wildschwein erlegen halt. Und genauso ist es für mich, Gott sei Dank schenkt das der Herr, zu sagen, jawohl, ich will unbedingt, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Das ist mir wichtig, das lässt mir keine Ruhe, wenn ich weiß, da ist mein Nachbar oder da ist sonst jemand, der ist nicht wiedergeboren. Und so muss das sein, wirklich, dass wir brennend sind für Jesus, brennend sind für die Heilige Schrift. Wenn wir da Nein sagen, bitte, schlagt in euch. Betet, bittet Gott, dass er euch den Geist gibt, damit ihr brennend seid. Das ist keine Empfehlung von mir. Paulus sagt, wir sollen brennend im Geist sein. Aber es gibt auch Brüder und Schwestern, die sagen, jawohl, wiedergeboren. Jawohl, mein Dienst für die Bibel, mein Dienst für das Reich Gottes ist klar. Und auch brennend, mach auch, ganz im Gegenteil, also ist gar kein Thema. Dann kommt immer meine 4. Frage, ist dein Hochmut unter Kontrolle? Also ich bin so ein Typ, ich bin nicht immer brennend, aber bei dem 4. Punkt muss ich immer wieder sagen, oh, ich bin ein sehr hochmütiger, eingebildeter Mensch. Das ist ein großes Problem, da muss ich mich immer wieder, weil die Schrift sagt mir, Gott widersteht den Hochmütigen, Demütigen gibt er Gnade. Aber diese 4 Fragen wollte ich euch stellen, weil das eben auch mein Dienst ist. Nicht nur theoretisch was vorzutragen, sondern sagen, euch auch zu fragen halt. Seid ihr wiedergeboren? Ja, nein. Ist euer Dienst für die Heilige Schrift klar, für Jesus klar? Ja, nein. Seid ihr brennend in eurem Dienst? Ja, nein. Und habt ihr in diesem Dienst euren Hochmut unter Kontrolle? Das sind die 8 fundamental-theologischen Erkenntnisse zum Wort Gottes. Gott selber ist das Wort. Gottes Wort hat alles in dieser Welt gemacht. In Gottes Wort liegt der Zugang zum Heil und zum Glauben an Jesus.
Viertens, Gottes Wort ist lebendig und hat ungeheure Kraft. Fünftens, der Heilige Geist wirkt durch Gottes Wort. Sechstens, das Wort Gottes besteht für immer. Siebtens, das Wort Gottes wird in dieser Welt bekämpft. Und achtens, dem Wort Gottes zu dienen, ist die wichtigste Aufgabe des Christen. Das war der erste Teil. Keine Angst, ich habe die Uhr und auch das Kaffeetrinken im Blick. Aber die Aufgabenstellung, die mir gegeben worden ist, hieß Bibel und Bekenntnis als Grundlage für den Missions- oder für den Auftrag der Kirche. Ich möchte jetzt noch einiges sagen zum Thema Bekenntnis, aber das ist relativ kurz. Ich werde das kurz halten. Wenn Sie das interessiert, können Sie gleich noch nachfragen, damit wir genügend Zeit dafür haben. Aber auch das ist etwas Wichtiges und auch das nicht umsonst. Bibel hat den großen Raum, Bekenntnisse packen wir hinten drauf. Aber die Bekenntnisse sind auch wichtig. Ich möchte über Grundlagen sprechen. Ich möchte uns noch einmal in Erinnerung rufen, was tun eigentlich Bekenntnisse? Was sind ihre Funktionen? Und ich habe uns die unterschiedlichen Funktionen des Bekenntnisses einmal mitgebracht. 10 Minuten sind wir durch, aber die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Die erste Funktion, die ein Bekenntnis hat, ist die dogmatische Funktion. Das heißt, ein Bekenntnis fasst die Lehre elementar zusammen. Jetzt sagen mir manche Leute, ja, ich habe doch die Bibel. Das ist vollkommen richtig. Und das Bekenntnis ist immer nur die Zusammenfassung der Bibel. Aber die Dinge, die wir dort drinstehen haben in der Bibel, sind jetzt nicht alle zusammen. Sie können nicht sagen, ich schlage hier wie jetzt im Strafgesetzbuch auf das Kapitel, wo geht es hier um Taufe, wo geht es hier um Abendmahl, wo geht es hier um Endzeitlehre, sondern wir müssen die Dinge zusammenstellen. Und das leistet die Dogmatik, das heißt die Lehre. Da war vorhin auch noch zum Schluss, als ich kam, die Rede. Die Lehre ist unglaublich wichtig. Nochmal Luther zu zitieren, er hat gesagt, mir ist alles um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, da ist alles recht. Das ist ganz wichtig, eine dogmatische Funktion. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Gemeinden klar sagen können, wo stehen wir für. Dafür sind die Bekenntnisse eine Hilfe, eine Hilfe. Das sind immer nur Hilfen. Alles finden wir auch in der Schrift. Und das kann man selber auch ableiten. Aber nicht jeder kann das Ganze zusammenfassen. Deshalb ist das eine große Hilfe, dass man tatsächlich diese Zusammenfassung der Lehre in den Bekenntnissen hat. Ein zweites, was die Funktion der Bekenntnisse ist, die Bekenntnisse haben eine katechetische, das heißt eine lehrende Funktion. Jetzt denken Sie sofort wieder, ja, das ist für den Konfirmandenunterricht, damals ist mir auch das Bekenntnis begegnet, damals kriegte ich vom Pfarrer den kleinen Katechismus, das verstehe ich. Diese katechetische Funktion beschränkt sich mitnichten auf den Konfirmandenunterricht, sondern der ist für die gestandenen Christen. Ich bitte euch jetzt nicht, die Hände zu heben, weil das könnte peinlich werden. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat denn schon mal den Heidelberger Katechismus, die Confessio Augustana und die Barmer Theologische Erklärung wirklich gelesen? Ich will gar nicht fragen, wer mir sagen könnte, was es ist. Wenn mich die Leute fragen, Herr Pastor Latzel, empfehlen Sie mir mal ein gutes Buch, dann sage ich, nehmen Sie den Heidelberger und lesen Sie den mit der Bibel. Das will der Heidelberger, der will immer mit den Bibelstellen darauf verweisen. Da kann man so vieles lernen, da wird einem so vieles klar. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn Leute gesagt haben, jetzt habe ich mich mit dem Heidelberger auseinandergesetzt, jetzt habe ich das erst verstanden mit dem Erlösungswerk. Das waren Leute, die schon 20, 30 Jahre auch die Bibel hatten, aber das noch nicht so verstanden haben, wie das da drin gestanden hat. Also das ist auch meine Empfehlung an euch. Wenn ihr den Heidelberger, wenn ihr die Confessio Augustana, wenn ihr die Barmer Theologische Erklärung nicht kennt, lest euch die etwa durch. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir uns auch darin gründen, um zur Bibel zu kommen. Man kann immer die Bibel selber lesen, gar kein Thema, aber die Erklärungen sind unglaublich wichtig, kennen nichts Besseres an Literatur als die Bekenntnisschriften. Nach der Bibel, aber das ist nicht das normale Buch, das muss man mal sagen. Ein drittes, die ekklesiologische Funktion. Das heißt, die Bekenntnisse schenken uns die Abgrenzung gegen ihre Lehre. Das ist übrigens etwas ganz Besonderes, dass wir haben ja nicht nur den Heidelberger, wir haben ja nicht nur die CA und die Apologie und all die Dinge, sondern wir haben die drei altkirchlichen Bekenntnisse, das Athanasium, das Apostolikum und das Nicänum. Das Apostolikum kennen Sie, das beten Sie meistens im Gottesdienst, das Nicänum meistens zu Ostern, zu Weihnachten, Athanasium kennen viele nicht, aber es sind die drei altkirchlichen Bekenntnisse, die schon 1500 Jahre etwa alt sind. Und die sind allen drei Konfessionsfamilien eigen. Ob sie in der katholischen Kirche Priester werden, ob sie Priester in der orthodoxen Kirche werden oder in den protestantischen Kirchen sind, das ist ein gemeinsames Glaubensgut, was wir alle miteinander haben. Deshalb ist nicht alles gut in der orthodoxen Kirche, auch nicht in der katholischen Kirche, auch nicht bei uns in der protestantischen Kirche. Aber da ist eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was richtig ist. Gerade auch, was die Gottheit Jesu angeht. Und wer das nicht mitsprechen kann, dann weiß man, dass das ein Irrlehrer ist. Also ein Zeuge Jehovas zu Ihnen kommt, der wird Ihnen vieles erzählen können und die Bibel, und die wird er verfälschen.
Wenn Sie das Bekenntnis nehmen und werden ihm sagen, aber da ist doch bezeugt, so sagt es doch mir, diese Bibelstelle muss, dass Jesus Christus wahrer Sohn ist und wahrer Gott, sagt er, nee. Übrigens auch im Umgang mit dem Islam. Sie werden von keinem Muslim irgendetwas Schändliches über Jesus hören. Ganz im Gegenteil. Eine unglaubliche Wertschätzung. Ganz im Gegenteil. Wenn Jesus gelästert wird, werden sich eher muslimische Leute da vorstellen als die Leute von unserer Kirche. Aber bei einer Sache machen sie einen Rückzieher. Die Gottessohnschaft. Und dann wissen wir ganz genau, dann können wir da nicht mehr miteinander. Dann wissen wir, dass es nicht unsere Lehre ist. Und da hilft uns das Bekenntnis zu wissen. Das ist so eine kleine Zusammenfassung. Das ist diese ekklesiologische Funktion zusammen. Ist das nun Kirche oder ist es keine Kirche? Und dann ist es irgendwas anderes. Das ist Theorie, fremde Religion, Sekte. Aber wenn ich das nicht mitsprechen kann, weiß ich, das ist nicht in Ordnung. Deshalb sind die so wertvoll und so wichtig. Übrigens, ganz wichtig auch, und da kommen wir zum vierten, über die Bekenntnisse können Sie auch an die Pastoren heran. Keiner darf Pfarrer und Pastor sein in den evangelischen Landeskirchen, der nicht in seiner Ordinationsgelübde diese drei Bekenntnisse, die Altkirche, anerkennt. Ob lutherisch, ob reformiert, die muss er anerkennen. Jetzt verstoßen aber Pfarrer immer wieder dagegen. Die sagen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Da muss man protestieren, da muss man sie verklagen, ich war da eben schon bei, wegen Verletzung ihrer Ordinationsgelübde, weil sie versprochen haben, ihr Amt und geschworen haben, so auszuüben, wie es in den Bekenntnisschriften steht. Machen sie aber nicht. Und das Problem ist, dass die Gemeinden sich das alle gefallen lassen. Und bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr in einer ungläubigen Gemeinde seid, das heißt, wo ein Pfarrer ist, der Jesus Christus nicht kennt, dann macht als erstes Folgendes. Betet für ihn, dass er zum lebendigen Glauben kommt. Beten, beten, beten. Da sind schon große Wunder durch passiert. Ich habe vor einiger Zeit auf einer Evangelistenkonferenz einen Vortrag gehalten, habe ich auch gesagt. Da hatten die mich gefragt, ja, was ist denn das Wichtigste in Deutschland? Habe ich gesagt, Pfarrermission. Klingt ein bisschen lächerlich, ist aber die Wahrheit. Dann habe ich das ein bisschen ausgeführt, auf einmal ruft einer, Stopp. Das ist immer so, wenn man auf einmal einsteht, dann muss man fragen, war das der Bruder Puschki, Wolfgang Puschki? Dann sagt er, ja, der war 4 Jahre Pfarrer in der Gemeinde. Tote-Hose-Gemeinde, nicht viel los. Er selber nicht gläubig, 4 Jahre gepredigt, beerdigt, Konfirmandenunterricht gehalten. Und dann mittwochs bekehrt er sich bei der Bibellese. Jesus Christus, der lebendige Gott, begegnet ihm, als er in der Schrift liest. Da hat er nochmal 10 Tage gebraucht, bis über den nächsten Sonntag, um das der Gemeinde zu sagen. Dass er hingegangen hat, gesagt, liebe Gemeinde, bevor irgendwas losgeht, ich bin erst seit 10 Tagen Christ. Also nach dem Gottesdienst ein paar ältere Omas zu ihm gekommen und haben gesagt, ja, Bruder Puschki, das können wir jetzt sagen, Bruder, das haben wir bei der ersten Predigt gemerkt. Seitdem beten wir für Ihre Erweckung. Das ist wichtig, dass er für diese Pfarrer betet. Das ist das Erste und Wichtigste. Aber wenn sie falsche Lehre bringen, zeigt sie an. Zeigt sie an. Verlangt von den Superintendenten, dass sie ein Lehrzuchtverfahren eröffnen. Wenn sie beispielsweise behaupten, dass Jesus Christus nicht wahrer Gott ist. Wenn sie behaupten, Jesus Christus ist nicht leiblich auferstanden. Steht in 1. Korinther 15. Ist leiblich auferstanden, sonst ist alles vergeblich. Zeigt sie an. Das ist fast auf derselben Ebene, als wenn die, was weiß ich, die kleinen Kinder anpacken. Das darf genauso wenig sein, die würde die auch anzeigen. Aber bei der Lehre, da ziehen wir zurück. Zeigt die an und bitte glaubt mir eins. Ich kenne diese Leute ja, zu Genüge. Bin mit denen im Studium gewesen, Vikariat, habe mit denen in den Landeskirchen zu tun. Die haben nichts, die haben Angst. Die haben Angst um ihre A13, A14. Und glaubt mir bitte eins, wenn die Druck kriegen aus den Gemeinden, ihr habt nichts zu verlieren. Wenn ihr zu einem Superintendent hingeht, macht eine Eingabe und könnt das belegen. Der hat gesagt, Jesus ist nicht auferstanden. Der hat gesagt, es gibt gar keine Dreieinigkeit. Dann hat der ein Riesenproblem. Da mag der Superintendent das nochmal bügeln. Aber wenn das dann zur Landeskirche kommt und die Juristen kriegen das in die Hand, dann geht's zur Sache. Und glauben Sie mir, da sind die knallhart, wenn diese Dinge runterkommen. Und deshalb ist es gut, dass wir die Bekenntnisse haben. Dann können die auf einmal nicht weg. Und dann haben die auf einmal keine Freunde mehr. Und glauben Sie mir, nicht, dass man denen was Schlechtes will, aber damit dampft man diese Irrlehre ein. Und dann, was wir dann erreichen können, ist vielleicht, dass sie ein bisschen die Klappe halten. Aber wisst ihr, wenn wir schweigen zur Irrlehre, machen wir uns mitschuldig. Was uns in den Schulen beigebracht wird, so nach dem Motto 33 bis 45, da haben alle die Klappe gehalten bei der Judenverfolgung halt, nicht? Was richtig ist, da haben zu viele geschwiegen, haben nichts gesagt. Das müssen wir uns als gläubige Christen auch sagen lassen. Wir haben zu häufig geschwiegen. Und ihr, die normalen Gemeinden, ihr habt nichts zu befürchten. Ihr zahlt Kirchensteuer, die leben von eurem Geld. Dann sollen sie auch das tun, was sie versprochen haben. Deshalb sind die so wichtig für die pastorale Funktion, ist Verpflichtung der Geistlichen. Fünftens, ökumenische Funktion. Ich habe das eben schon gesagt. Die altkirchlichen Bekenntnisse sind Gemeinsamkeit. Ich will das, ich bin kein Ökumeniker. Ich habe gesagt, der Latzel, der propagiert die Ökumene. Überhaupt nicht halt, nicht? Was ich möchte an Ökumene, was ich meine, ist zu sagen, Brüder, mit denen ich zusammen bin. Es gibt gläubige orthodoxe Menschen, es gibt gläubige katholische Menschen, es gibt auch gläubige protestantische Menschen. Und wenn wir mal hingehen und sagen, ja, aber in der katholischen Kirche,
Ja, da ist das doch falsch mit der Marienverehrung und jenes. Ja, was sagen denn die Katholiken zu uns, wenn die sagen, deren Bischöfe behaupten halt, Jesus Christus sei nicht leiblich auferstanden, die behaupten, es gäbe kein Jungfrauengeburt. Genauso können die sagen, aber ich nehme für mich in Anspruch, trotz all meiner Sündhaftigkeit, ich bin gläubig. Und das ist ein Band, was uns auch verbindet, eben diese, gerade die altkirchlichen Bekenntnisse, wo wir sagen, wir gehören zusammen, aber es gibt eben auch die Trennung, das habe ich eben schon gesagt, wir sagten, wir grenzen uns gegen ihr Lehrer ab. Sechstens, die liturgische Funktion. Für mich gehören Bekenntnisse auch mit in den Gottesdienst hinein. In der Gemeinde, wo ich bin, sprechen wir jeden Sonntag das Apostolikum. In meiner alten Gemeinde haben wir auch immer wieder Fragen aus dem Heidelberger, das machen wir selten bei uns in Marburg, auch mal in Bremen, in Martini, auch immer wieder Fragen aus dem Heidelberger vorgelesen, um die Gemeinde zu lehren, denn das ist auch wichtig. Das ist ganz entscheidend halt, nicht? Das gehört auch mit hinein, der Gemeinde Vergewisserung zu geben, sie in der Lehre weiterzubringen und wir sind dadurch missionarisch. Da kommt jemand Fremdes rein, wir sprechen das Bekenntnis und dann heißt im Apostolikum halt nicht, dass ich glaube an die Auferstehung von den Toten. Wenn da einer die Frage hat, nicht, was wird denn sein, wenn ich sterbe, halt nicht, wenn ich an den glaube. Das ist ein ganz missionarisches halt. Also das ist wichtig, gehört für mich mit in den Gottesdienst hinein. Wir haben zu viele Elemente in den Landeskirchen wie in den freien Gemeinden, die wirklich nur auf die Menschen ausgerichtet sind halt, wo so ein Wohlfühlcharakter ist und zu wenig ist wirklich klare Lehre, klare Dinge einfach, kommt gleich noch am letzten dazu, dass es auch eine doxologische Funktion hat, die wirklich ganz elementar sind. Siebtens, eine soziologische Funktion. Für mich jeden Sonntag eine Freude, freue mich auch, ich fliege heute Abend wieder zurück nach Bremen halt nicht, jeden Sonntag neu, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern da stehen darf, wir stehen dann auf und bekennen gemeinsam unseren Glauben. Wir als Gemeinschaft. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gerade auch dann, wenn wir in einer zunehmend säkularisierten Welt leben, wo Menschen nicht mehr glauben, wo man es schwer hat. Das ist so toll zu wissen, wir sind nicht alleine. Da gibt es andere, die mit mir den Glauben teilen und ich stelle mich gemeinsam mit ihnen drunter. Und das ist das Wunderbare, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Das ist sowas Stärkendes. Wenn ich das Glaubensbekenntnis einleite, sage ich grundsätzlich bei uns in der Gemeinde, nicht weil mir nichts anderes einfällt, aber das bringt es auf den Punkt. Gott zur Ehre und uns zur Stärkung wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bestellen. Und das ist so. Da erlebe ich etwas Anthropologisches halt nicht. Wir sprechen gemeinsam, das stärkt mich wirklich, das ist etwas ganz menschlich Wunderbares. Aber, damit komme ich zum letzten Punkt, das ist das noch Größere, das Bekenntnis des Glaubens, und jetzt sage ich wirklich, wenn es mit Herzen gesprochen wird, und das ist wichtig, nicht nur, dass man das so runterplappert, so nach dem Motto, irgendwie, wie man so Liturgie mitnimmt, hier so, sondern wirklich, wenn ich sage, ich stehe jetzt auf und bekenne vor dem lebendigen Gott, was ich glaube, dazu muss man sich natürlich mit diesem Bekenntnis auseinandergesetzt haben, und stelle mich hin und spreche das aus, vor der sichtbaren Welt, vor meinen Geschwistern, aber auch vor der unsichtbaren Welt, dann tue ich das zur Ehre Gottes. Ich bekenne ihn, ich glaube, dass du Schöpfer Himmels und der Erde bist. Ich glaube, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist, dass du mich erlöst hast am Kreuz. All diese Dinge, die da ausgedrückt sind halt. Zur Ehre des lebendigen Gottes halt. Und da wiederhole ich nochmal, was ich eben schon sagte, Matthäus 10 halt. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Deshalb werbe ich immer wieder einfach auch für Bekenntnis, weil die Bekenntnisse auch eine doxologische, eine gottehrende Funktion haben. Das im Kurzdurchlauf nochmal die verschiedenen Funktionen des Bekenntnisses. Hätte ich gerne ein bisschen mehr zugesagt, aber dann hätte ich den Part mit der Bibel beschränken müssen. Von da mag es damit genügen. Mache hier einen Punkt und bitte Sie und euch, Fragen zu stellen bzw. Beobachtungen zu benennen.